So, das Rayquaza-Wochenende ist vorbei. Ich habe mir meinen 50er geschnappt. Heute um 22 Uhr diesmal, weil es wieder Zeitverschiebungen gab, sodass wir wieder 22 Uhr mit Niantic sind. Okay, genialer Name. Wird die unter Anführungszeichen Meisterliga starten mit XL erlaubt? Die Meisterliga Classic und die Superliga eine Woche lang. Deshalb meine ich in Anführungszeichen. Denn in einer Welt, wo die Superliga starten wird, da wird, glaube ich, niemand die normale Meisterliga spielen. Eventuell, danke, dass ich drankommen darf. 3, 4 und okay. Gut, lassen wir dich einsetzen und jetzt gehen wir auf Sumpex rüber. Also, die Superliga wird auch parallel starten. Und ich glaube, niemand wird in der Liga spielen, wo kein Fokusstoß, wo Level 50er Pokémon in der Meisterliga erlaubt sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und von daher, schauen wir mal, wie das wird. Ich finde es echt schade. Die Meisterliga war meine Lieblingsliga. Das XL-Update liebe ich eigentlich, aber unterm Strich hat das XL-Update meine Lieblingsliga kaputt gemacht. Was soll's? Eventuell die Meisterliga Classic. Schauen wir mal, weil jetzt kann man... Okay, Level 50 Rayquaza kann man haben, aber das ist nicht wirklich sinnvoll. Das ist im PvP einfach, da fehlen Attacken. Irgendeine Attacke fehlt. Und dann kann man es vielleicht irgendwann verwenden. Mewtwo könnte man vielleicht schon haben. Mit den Kumpeln und so weiter. Okay. So, 2 hast du. Passt. Das müsste eigentlich klar gehen. Das Gute hier ist... Ja, ich weiß gar nicht, was das Gute ist. Aber auf jeden Fall... Superliga. Stellt euch auf die Superliga ein. Es wird keinen Premier Cup geben. Null nada niente Premier Cup. Also nur die Liga mit den Legendären in der Meisterliga ohne Levelbegrenzung. Und Classic, da bin ich gespannt, ob Niantic den Fehler schon behoben hat. Weil Classic sollte ohne XL-Bonbons sein. Zack, Level 40 oder Level 41, wenn man bester Kumpel hat. Aber ja, Niantic nimmt es nicht so genau. Ich glaube, Level 41,5 kann man sogar erreichen. Das macht schon so einiges aus. Okay, das ist nicht so toll, weil du eine Unlichtattacke haben. Ah, stimmt ja. Quatsch, was labere ich? Ich habe ja eine Psycho-Sofortattacke. Gut, aber du hast Unlicht, von daher. Wir machen den hier. Und hauen dann ab. Na gut, ich werde vermutlich auch die Superliga spielen. Ich weiß, es ist Meckern auf hohem Niveau so irgendwie, aber mich regt das einfach richtig auf, diese Wartezeiten. Und ich bin bei 2300, 2400 Punkten. Aber ich möchte nicht eine Stunde für ein Set verbringen. Und in der Meisterliga ist das eben so. Vielleicht, dass in der Classic paar Leute mehr spielen. Aber wenn Niantic parallel zur Meisterliga Classic auch noch die Superliga anbietet, dann muss man erst gar nicht überlegen und sich fragen, wo die Leute spielen werden. Eine ganz klare Sache. Dann die Hyperliga noch dazu. Wurde auch irgendwie... Das hätte ich nicht so gedacht. Aber ein bisschen kaputt gemacht von den XL-Pokémon. Finde ich zwar nicht persönlich, aber das ist so die vorherrschende Meinung. Und da haben echt wenige Leute nur noch Lust. Weil hier Nachtara und der hat das und der hat das und ich kann nicht mehr mithalten und so. Ja, kann ich auch so ein bisschen verstehen. Gut. Und von daher... Genau, und dann eine Woche danach... gibt es eine Woche lang alle Ligen und Anführungszeichen Super Hyper Meisterliga und zwar überall, wo alles erlaubt ist. XL, die ist das Ananas, ich muss einmal schilden. Okay, dann machen wir das so, nicht schilden und, schade, dass ich nicht eingelocht habe. Gut, aber jetzt werde ich noch eine Sofortattacke drücken. Finsterfaust. Vermutlich war das nicht mal ein Köder, denn vermutlich hast du Schlammboge. Weil wenn ich nicht schilde, dann könntest du runterfarmen. Jetzt eher nicht. Schauen wir mal. Genau. Also, ich hätte eigentlich, ich habe Voltolos, ein 100er. Ich habe jetzt endlich ein normales 100er Mewtwo. Weil das Krypto fand ich nicht so toll für die Dingenskirchenliga. Wenn das 20% weniger aushält, ich habe einfach gemerkt,
ja, 20% mehr Schaden in der Meisterliga ist irgendwie gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Oh, komm, bitte gönn das noch. Ja, das gönnst du noch. Sehr schön. Ist gar nicht so nett, weil ein Melmetal ist mit Fokusstoß mit einem Schlag weg. Ein Dialga ist mit einem Fokusstoß weg. Egal ob normal oder Krypto. Und da ist... Oh, ich habe nicht ausgeholt. Wenn du jetzt zwei hintereinander hast, habe ich verloren. Ich habe nicht nochmal ausgeholt. Hast du gut getimed mit deinen Sofortattacken. Laubklinge, perfekt. Perfekte Laubklinge. So. Na gut. Passt auf jeden Fall. Übrigens, ja, ich weiß, dieses Team würde sofort gegen andere Teams verlieren. Impoleon Doppeldrache zum Beispiel. Da wüsste ich nicht, wie ich das gewinnen kann. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Bronzong wollte ich mal wieder versuchen. Mit Quaxo hat alles begonnen hier in der Hyperliga. Ja, und da habe ich gestern Abend noch ein Set gespielt. Dachte mir, hey, was mache ich? Ach, Bronzong kann ich auch noch pushen. Gut. So viel mal dazu. Und mit Flunschlick habe ich auch wieder ein bisschen rumprobiert. Das ist perfekt. Da muss ich unbedingt den Wechsel behalten. Da muss ich 2 oder sogar 7 Schilde rein investieren. Wirst du versuchen, die Attacke abzufangen? Na, schauen wir mal. Ich meine, es gibt bestimmt ein paar Leute, die gerne raiden und so weiter und ganz viele von den Top-Pokémon in 100% gepusht haben, die dann sagen, nö, Superliga brauche ich nicht, ich werde die Meisterliga spielen. Na, aber das ist definitiv die Minderheit, glaube ich. Ich würde auch gerne, muss ich echt sagen, einfach ein Spaßvideo mit Level 50 Rayquaza drehen. Aber das wird man mir wohl nicht erlauben. Da bin ich schon sehr gespannt. Und bitte verurteilt. Da wusste ich jetzt nicht, ob ich wechseln soll oder nicht. Okay. Das ist perfekt. Das ist ja perfekt. Gut. Ich hätte entweder sofort oder gar nicht wechseln sollen im Grunde, aber ja. Verurteilt nicht die Leute. So, oh, Cheater, du hast das in Level 50, wie ist denn das möglich? Level 50 Mewtwo? Möglich. Natürlich, wenn es von 5 Kämpfen 5 Leute haben, ist schon ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist mittlerweile fast alles möglich. Alleine an diesem Wochenende, es gibt Leute, die haben 700, mehr als 700 Rayquaza-Raids gemacht. Rechnet euch mal aus, wie viele Sonderbonbons die haben. Die muss man nur reinstecken in Mewtwo. Zu den 10.000 Bonbons, die Leute sowieso schon davor hatten. Dann jetzt noch ein bisschen als Kumpel rumlaufen. Jetzt kannst du gut runterfarmen, oder? Nö, doch nicht. Muss man da nur dazu stecken. Dort die Bonbons. Und dann noch ein bisschen als Kumpel rumlaufen. Dann kann man mittlerweile jeden Tag einen Spezialtausch. Ja? Wenn ich den Kampf jetzt verliere, dann weine ich. Was ist da? Was ist da los? Was ist da? Ich will Aqua. Es wird immer besser. Es ist in jedem Kampf mittlerweile irgendwas. Genial, alter Schwede. Dieses neue Update, welches für den E-Sport bereit gemacht wird. Oh, genial. Entweder es wird mir ausgeblendet oder es wird keine Ahnung was. Perfekt. Perfekte Angelegenheit. Spitze. Das ist spitzenmäßig. Für ein kleines Schulprojekt ist PvP wirklich genial programmiert. So, für ein kleines... Moment. Ich höre gerade aus der Regie. Das hat ein Milliardenunternehmen programmiert. Oh, ja, okay. Okay, da habe ich dann natürlich nichts gesagt. So. Aber wirklich. Vermutlich sind viele von krassen Level 50 Pokémon, die man nicht erwarten würde, nicht ganz auf legale Art und Weise geholt. Aber ihr könnt trotzdem, also zumindest finde ich das so, man kann nicht blind jeden gleich beschuldigen, hey, nur weil man sich das nicht vorstellen kann. Neulich, ich habe sogar Dinge gelesen im Sinne von, warum haben so viele einen Vulnona auf XL? What? Also, das ist doch das Einfachste, was man irgendwie machen kann. 7 Kilometer Eier ohne Ende. Vulpix, so oft gespawnt. Kanto-Event hatten wir. Dies Event, das Event, ohne Ende. Ich mache eine Sofortattacke. Okay, ich darf nicht gleichzeitig mit dir beginnen. Das ist auch nett. So, und locken wir vielleicht irgendwas raus. Ich hoffe, ich habe schon eingelocht. Also wirklich, man muss auch ein bisschen kreativer sein.
Es gibt Leute, die haben schon mehr als 1 Million Fänge. Die spielen den ganzen Tag, die fangen den ganzen Tag, die tauschen. Ein gefangenes Pokémon ist gleich ein XL-Bonbon. Weil mehr als 100 Kilometer tauschen und zack. Top, die Wette gilt. Oh, perfekt. Mit dem Ding kann ich die Macho rauslocken. Ein beliebtes Team ist Gengar, Macho und Relaxo hinten drin. Das könnte was werden. Schauen wir mal. Muss ich von Macho irgendwas schilden? Oh, schade, so knapp. Du hast noch das Maximum an Energie rausholen können. Hol aus, hol aus, hol aus. Natürlich hole ich nicht aus. Boah, das bin ja nur ich. Ich hoffe, dass nicht Gegenstoß. Wenn du Gegenstoß hast, dann Chapeau. Nein. Na gut, ich bekomme die 4 Gratiszüge nicht. Oh, ich habe doch. Seht ihr das? Das ist das Krasse. Der Schaden kam an, aber die Animation nicht. Das ist wirklich, man muss aufpassen. Mitzählen ist mittlerweile völlig unnötig. Und hier wieder. Der Schaden kam an, aber die Animation nicht. Was für Mitzählen? Hört auf mitzuzählen. Das werden einfach... Wie kann man die nennen? Ah, Phantomangriffe durchgeführt. Okay, das ist jetzt ein Problem, weil du ja rauswechseln kannst. Okay, jetzt ist es kein Problem. Das war... Ja. Weil du hättest Sturzflug und dann rauswechseln können. So. Ich drücke sofort und hoffe, du holst nicht aus. Achso, seht ihr das Feuer irgendwo? Ich hoffe, du hast nicht ausgeholt, weil ich wäre ansonsten schon bei 100 Energie gewesen. Gut. Jetzt 2 Sofortattacken. 1, 2. Und danach wieder. Ich glaube nicht, dass du genügend für Nitroladung und Sturzflug hast. 1, 2, perfekt. Und jetzt schilde ich nicht. Jetzt schilde ich nicht. Denn das wäre zu gefährlich. Ich habe Psychoshock ready. Wenn du dich mit Sturzflug abschwächst, dann besiegt dich... Also, das besiegt dich auch sowieso. Nur ein Problem könnte es werden, wenn du jetzt Nitroladung reinballerst und ich schilde das und dann so weiter und so fort. Sturzflug, okay. Geht in Ordnung, aber ich habe die Attacke ready, von daher, sofern Mediantik nicht irgendein Interface ausblendet oder, ja, wir kennen die Geschichten mittlerweile, dann sollte das klar gehen. Und das ging auch klar. Mit einem Shiny Fiaro warst du am Start. Gut. Genau, darauf wollte ich nur hinaus. So, oder auch mittlerweile XL Panzer Aeron. Ja, die sind selten jetzt in dem Event, wo es angekündigt wurde, aber wir haben das Go Beyond Update schon so lange. Wer ein bisschen motiviert ist, irgendein... Seht euch mein Sumpex an. Glaubt ihr, ich cheate? Ich hatte Sumpex direkt in der ersten Rotation, weil ich das unbedingt haben wollte. So. Ich will ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ein Erdbeben zu schildern. Wir machen 3 Attacken und gehen dann hier rüber. Und schilden nicht. Okay. Und da haben wir auch schon die Drachen. Du hast es aber irgendwie falsch gemacht. Das ist doch Empoleon-Doppeldrache. Nein, Quatsch. Nicht jedes Team, wo ein Seedraking reinkommt. Ein Seedraking kommt sehr häufig rein. Was mein Vulnona immer freut. Ist automatisch Doppeldrache. Gut. Warum schildest du sofort? Ich habe eigentlich nur neutrale Sachen. Das finde ich jetzt nicht so nett. Na, dann schauen wir mal, was da passiert. Bitte nicht die Octazooka. Drück mir einfach den Wutanfall rein. Danke dir. Oh, ich habe noch einen KP. Na dann, besser als gar nichts. Machen wir noch den Meteorologen. Ja, das ist relativ wenig gewesen. Na, ohne Spesen nichts gewesen. Hier machen deine Sofortattacken nichts. Aber die Octazooka könnte nervig sein. Den Schildvorteil habe ich. Das Sumpex hat aber echt viel Energie. Ich hoffe einfach, dass ich die Senkung nicht abbekomme. Das ist jetzt der Plan. So, in jedem Kampf. Wirklich, ihr glaubt, ich übertreibe? Nein. Es ist einfach... Oh, schade. Oh, das war ja ultra knapp. Da ging es um einen Zug oder so. Bis meine Konfusion angekommen wäre. Bitte nicht die Senkung. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Ich drücke sofort. Ich drücke sofort. Ich drücke sofort. Vermutlich wirst du auch sofort auf die Aqua-Bitze drücken, aber ich kann sowieso nicht abfangen. Ich habe nichts, wo es nicht so effektiv ist. Ich drücke sofort. Okay. Hat Tornupto ausgeholt? Schade, hast du jetzt gewonnen. Warum kommst du nicht mit Zumpex rein? Dann hätte ich mit Zumpex hier und da und sowieso. Ah, jetzt habe ich Energie. Oh, was? War deine Wechseluhr nicht um?
Geniale Sache, geniale Sache. Weil jetzt musst du schilden oder hast dein Tornupto verschwendet? Ich glaube, jetzt habe ich gewonnen. Ich muss nur zweimal schilden. Mehr ist da nicht. Oder? Müssen wir... Wie viel Energie hattest du? Schauen wir mal. Oh, ich gewinne den Gleichstand nicht. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof, muss ich sagen. Weil wenn ich den Gleichstand nicht gewinne, dann kommst du jetzt vor mir zur Attacke. Da hätte ich eigentlich nicht schilden sollen. Auf der anderen Seite wollte ich dann nicht, dass du runterfarmst. Das wäre auch ein bisschen doof gewesen. Oh, das habe ich verloren. Wieso sind wir nicht synchron? Ja, und du gewinnst den Gleichstand. Nein! Schade. Da hätte ich einmal nicht schilden dürfen. Oh, ich lebe noch! Ich lebe noch! Ja, er lebt noch, er lebt noch und er lebt noch. Er hat es noch erlebt. Sehr schön, denn er lebt. Finito, Ende im Gelände. Aus die Maus. So kann es laufen. Na gut, wenn da nicht 17 Sofortattacken reingeschmuggelt werden, dann kann man sowas Knappes auch noch irgendwie machen. Hey, das ist illegal. War das gerade ein 5:0? Das darf nicht passieren. Schlechtester Rang 24 Spieler der Welt. Schafft ein 5:0? Fragezeichen, Rufzeichen. Na gut, also eine Woche lang, heute 22 Uhr. Unter Anführungszeichen Meisterliga. Sagen wir einfach Superliga. Nennen wir das Kind beim Namen. So wie es ist. Am Anfang war es so. Letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, immer die Meisterliga, zwei Wochen lang. Und wer auf Rang 10 oder 24 kommen wollte, der musste eigentlich in der Meisterliga schon sehr gut sein, dass man sich da vorbereitet. Ansonsten hatte man nur eine Woche die freie Wahl. Aber jetzt mittlerweile mit den langen Seasons, dann denkt sich Niantic so, okay, machen wir Meisterliga nur eine Woche lang. Und dann, okay, bieten wir parallel zur Meisterliga auch noch die allerpopulärste Liga an, nämlich die Superliga. Machen wir das so? Perfekt. Also an alle, die ihr Dialga ertauscht haben, investiert haben, geradet haben, bester Kumpel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir löschen die Meisterliga einfach. So braucht man nicht mehr. Na gut, heute 22 Uhr geht es weiter. Heiter, ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.